Ja, hallo, hier sind die Uschi Obermeier, ne, und der Rainer Langhans vom Sketch History Tray aus der Kommune 1. Ja. Also Rainer, da könntest du dir schon einmal ein bisschen mehr Mühe geben, gell? Wie meinst du denn das jetzt? Naja, 6Ls, vielleicht sagst du einfach mal, das ist die sexy Uschi aus der sexy Kommune 1 mit dem sexy Rainer. Also Uschi, immer Sex, 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 also ich weiß auch nicht. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen überfordert mittlerweile, ja. Die Uschi hat ja dermaßen einen Sex-Drive, da komme ich ja kaum noch hinterher, weißt du? Nee, ist es wirklich so, Uschi, du hast dermaßen einen Sex-Drive, ja, da entsteht eine Reibungsenergie, da brauchst du den ganzen Winter nicht mehr heizen. Ja. Also apropos Reibungsenergie, ja. Da möchte ich dir jetzt auch mal was dazu sagen. Was ich mich schon die ganze Zeit frage, wieso kriege eigentlich immer ich die Betriebskostenabrechnung? Ha? Ja, also das Uschi, ist eine Kommune, nein, die sagt, Uschi, wir sollen entschuldige alles teilen, bitte. Ja. Aber ich darf die ganze Scheiße alleine bezahlen. Ja, Uschi, das Rainer. War aber so ausgemacht. Ja, das wann war denn das so ausgemacht? Das hatten wir auch vertraglich. Na klar, ich habe gesagt, ich bezahle die Betriebskostenabrechnung, wenn du ja, ab und so zu dir mal ja vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe gibst mit deinem Schwengel. Ja, nee, aber du, da passiert ich würde ja aber nix. Jetzt ganz gerne auch mal beim Thema bleiben. Ja, das weil ist ich genau das dermaßen, Thema. Ich meine fast auch, ja, ich möchte es mal so sagen, ich meine fast auch, ich habe einen Sex-Burnout. Ja? Das meine ich auch. Nee, es ist so, Uschi. Stichwort liegt auf out. Ja, nee, und das würde ich jetzt, da brauchen wir auch das gar nicht mehr hier so ausdiskutieren. Ja, das steht jetzt einfach mal so im Raum und ich denke, da können wir das auch ganz gut mal stehen lassen. Ja. Finde ich geil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Als kleinen Bonus gibt es auch noch ein Gedicht. Das geht so. Wollt ihr ein Abo jetzt von mir, müsst ihr auf den dafür vorgesehenen Link klicken. Ja, ich habe nie behauptet, dass das ein schönes Gedicht ist. Aber es kommt von Herzen. Von mir für euch.